herzlich willkommen in deinem Yoga. Du richtest dich auf deine Matte ein, so wie du dich wohlfühlst. Es ist dein Ankommen bei dir. Du stellst die Beine auf oder streckst sie aus, legst die Hände zum Bauch oder zur Seite oder hinter den Kopf. Du kannst es auch noch mal ändern. Aber mach nicht zu viel, dann ist dein Geist vielleicht noch sehr unruhig. Atme dann lieber nochmal durch, bevor du die Haltung veränderst. Und atme bewusst aus. Bemerke, wie du atmest. Atmest du gegen einen Druck? Oder ist der Atem ganz frei? Bewegt der Brustkorb sich locker? Bewegt die Bauchdecke sich frei mit? Wie ist es mit den Rumpfseiten? Spüre deinen Atem. Im Yoga sagt man, man wird geatmet. Wie ist das für dich? Ist es für dich vorstellbar oder erfahrbar, dass du da nicht die Einzige bist, die für den Atem sorgt, sondern dass etwas mitatmet, dass es ein Tausch ist. Vielleicht ist das für dich so, vielleicht nicht. Ein anderes Bild dafür ist der Kuss. Wenn du einatmest, küsst dich das Universum. Und wenn du ausatmest, küsst du zurück. Vielleicht gefällt dir ja das Bild. Und wie ist das mit dem Atem? Wie gleichmäßig oder unstet? Wie leicht, wie schwer? Wie schnell, wie langsam ist dein Atem im Moment? Spüre, was du spürst. Lass dich ausatmend in die Matte sinken und bemerke, in welchem Zustand dein Körper ist. Fällt dir das leicht oder ist noch Spannung da? Gib mit jeder Ausatmung etwas nach und wenn du Spannung irgendwo im Körper spürst, dann bring die Aufmerksamkeit dorthin und versuche liebevoll mit dir zu sein und weiter loszulassen. Bemerke, ob dein Geist dich lässt, dein Geist mit ruhig wird oder ob dir weiter Gedanken und Gefühle durch den Kopf, durch den Körper schwirren. Wir sind im Moment nicht wichtig. Du bist da, du bist im Yoga. Also kümmere dich um den Teil von dir dahinter, der nicht so flüchtig ist. Lass dein Bewusstsein deutlicher hervortreten. Spüre über die Flüchtigkeit der Bewegung deines Geistes hinaus. Atme in Ruhe weiter. Ganz aus, ganz ein. Spüre deinen Mund,
deine Lippen und über die nächsten Atemzüge, ohne jetzt zu zählen, wie viel, ich sage einfach 2 bis 3, damit meine ich ein paar, weil ich dann sowieso irgendwann sage, jetzt geht es damit weiter, ne? Deshalb über die nächsten Atemzüge. In der Ausatmung, ein Wechsel, du wirst seufzen. Du atmest in Ruhe durch die Nase ein. Wenn man säuft, gibt man meistens vorher ein bisschen mehr Kraft rein. Versuche ruhig mal das zu vermeiden, atme weich und locker ein. Und dann aber so was seufzen, stöhnen, ein bisschen raushauen mit loslassen. Es kann fröhlich sein, kann schwer sein. Lass es so kommen, wie es kommt. Bewerte das gar nicht und mach das ein paar Mal. Vielleicht kannst du dem auch ein Päckchen mitgeben. Vielleicht war es heiß heute bei dir. Vielleicht war was anstrengend. Vielleicht sind noch irgendwelche To-Dos, wo du denkst, das habe ich nicht geschafft. Ja, seufzt sie aus, machst du morgen weiter. Vielleicht ist es dann auch nur noch die Hälfte davon. Ja? Und noch ein letzter Seufzer, und damit meine ich einen letzten. Dann lässt du den Atem wieder weich werden. Natürlich, wenn du willst, seufzt du weiter, wenn es gut tut, immer. Und dann drehst du dich auf die Seite. Wir wechseln zusammen. Und die Stellung des Kindes, eine bestimmte Form. Nur weil ich jetzt gerade den Klotz wegziehe. Du brauchst nachher, also es täte gut, wenn du 2 Klötze hast. Oder äquivalent und die vorne ans Mattenende legst. Da nehmen wir die später. Aber vielleicht brauchen wir auch schon für die nächste Übung einen. Schau mal bitte. Ich meine diese Stellung des Kindes, ob du jetzt die Knie auseinander hast oder die Beine dicht zusammen, ist egal. Ich bei meiner Figur mache die Knie auseinander, das ist für mich angenehmer. Und die großen Zehen zusammen. Ja? Die Beine nebeneinander liegen, berühren sich ja mehr die Großzehengelenke bei den meisten. Und die Stellung nach vorne der Arme ist folgende. Also du liegst tief auf oder zwischen den Beinen. Ja? Und du stellst, wenn das geht, je nach Fingernagelsituation und Gelenksituation, wenn es geht, stellst du die Fingerspitzen auf. Einfach, weil man das so selten macht. Ja? Und versuchst auch, ich weiß nicht, ob du das auf die Distanz sehen kannst, die Gelenke anzuspielen, also alle Gelenke, aktive Hände ein bisschen beugen, gerade die Gelenke an den Endgliedern der Finger. Ja? Die Dehnung ist da, die Arme sind gestreckt, die Dehnung unter den Achseln ist da. Und dann musst du ausprobieren, ist jetzt individuell, ob es für dich angenehm ist, den Kopf hier abzulegen auf der Matte. Und kann sein, dass das so ist, dann machst du das so. Und wenn du merkst, nee, das ist zu tief, dann holst du dir einen Klotz oder ein Kissen, was du da hast an Material, und schiebst es unter die Stirn. Ja, das geht genauso. Das kann praktischer sein zum Atmen für die Nase. Okay, das ist die Grundstellung. Ja, atmest du aus, lässt dich hier durchhängen, lässt also los, außer unter den Arm und in den Arm. Die sind gestreckt, da ist die Spannung. Und einatmend richtest du den Oberkörper etwas auf. Ja? Kannst das Brustbein vorziehen, den Kopf leicht anheben und ausatmen, rollst du wieder Richtung Matte oder Klotz und einatmend leicht hochschwingen. Ja? Mach das bitte einige Mal im eigenen Atemrhythmus. Ich gucke mal. Anke. Anke rutscht immer wieder raus aus dem Call, mal reinlassen kann. Wenn du das nächste Mal hochkommst, gehst du etwas höher, damit du dann, ich zeige das jetzt mal von hier vorne, ja, wenn du so ausgestreckt liegst, damit du mit dem rechten Arm unter dem, mit dem linken Arm unter dem rechten durch kannst und dann legst du die Schulter auf und den Kopf. Wenn es unangenehm ist für Schulter und Kopf,
Dann gehst du insgesamt mit dem Po weiter vor. Ich zeige das gleich. Ich will nur mal kurz gucken, was mit Anke ist. Anke, alles okay mit deiner Verbindung? Immer diese Gäste, die einem das Datenvolumen wegnehmen. Okay. Na klar, na klar. Es ist eine statische Haltung und du musst ausprobieren, ob dein Po so weit hinten bleiben kann, dann ist es nochmal eine andere Tiefe. Oder ob du vielleicht doch es besser findest, wenn du weiter vorne mit dem Gesäß bist, mehr in der Luft. Ja? Die Streckung unterm rechten Arm bleibt die Dehnung. Und hier der linke Arm. Auch dein Gesicht, ne? Alles entgleist an der Stelle, wird weich. Ja. Das ist, ist das Problem bei Yoga-Influencern. So wie man wirklich aussieht, wenn man entspannt ist. Und die Schwerkraft dann an bestimmten feststofflichen Bestandteilen des menschlichen Körpers zieht, dann ist das in der Regel nicht so fototauglich. Ja? Aber Entspannung geht vor, nicht das Foto, nicht das Video. Deshalb, wo du jetzt loslassen kannst, lässt du bitte los. Aber nicht am gestreckten Arm. Es sei denn, du brauchst eine Pause. Ne? Rein Atemzug hier, ganz weich. Du kannst ausatmen. Wenn du zwischendurch seufzen kannst, mach das. Schließlich, mit der Einatmung, drückst du dich mit der rechten Hand hoch. Richtest dich nochmal mittig aus und wiederholst nochmal das Sinken lassen. Symmetrisch jetzt ausatmen, wie vorhin. Einatmen, aufrichten, nochmal loslassen. Einatmen, aufrichten, gerade so viel, dass du jetzt unter links durchtauchen kannst. Und jetzt, wo ich die Haltung diese Woche schon zum x-ten Mal mache, ist mir auch klar, woher mein Muskelkater kommt. Also ich sage, muss ich jetzt doch ein bisschen warnen. Heute Morgen beim Wachwerden ist mir das gar nicht eingefallen, dass das vom Yoga kommen kann. Aber eine Woche Belgien ohne intensive Yoga-Arbeit macht sich dann doch bemerkbar. Das ist ja auch mal schön. Ganz ausatmen, gerne auch mit Seufzern. Ne? Immer die Chance nutzen, etwas loszulassen, was man loslassen kann. In der nächsten Einatmung drückst du dich hoch und jetzt legst du die Hände ganz ab, legst die Unterarme ab und lässt dich einfach nach vorne sinken. Die Arme sind lang, aber jetzt nicht mehr so durchgespannt. Die Finger sind entspannt. Du bleibst in der Position. Atmest durch. Du kommst ein bisschen vor und stellst die Zehen auf und schiebst den Po dann nochmal zurück. Hier vielleicht die Knie, wenn sie aufgeöffnet hat, nebeneinander stellen. Ne? Das ist besser für die Ausrichtung in den Kniegelenken und in den Füßen. Also wenn es geht, die Zehen aufstellen, erstmal so liegen bleiben. Wie gesagt, sonst nochmal den Klotz unter die Stirn ziehen, wenn das angenehmer ist. Weiches Gesicht, denk dran. Und der Kiefer hängen lassen. Und dann schiebst du dich langsam hoch. Immer in Absprache mit den Fußsohlen, was geht. Ne? Kann sein, dass du dich lieber weiter vorne abstützen willst. Kann sein, dass es für dich kein Problem ist, was jetzt die Füße betrifft und die Gelenke, so zu sitzen auf den Fersen. Mach es so, wie es für dich passt. Und tatsächlich würde ich jetzt noch im Sitzen was machen. Du kannst also, wenn du weiter dehnen kannst, so sitzen bleiben. Wenn du besser die Füße ausstreckst oder sogar in Schneidersitz gehst, machst du das, ja? Und mit der nächsten Einatmung hebst du die Arme an, ziehst dich lang, lässt sie ausatmend wieder sinken und rollst jetzt einfach die Schultern. Ganz in Ruhe, so weit nach oben wie möglich, nach hinten zusammen, nach unten, nach vorne,
große Kreise, Arme hängen lassen, richtig durchspüren. Auseinanderziehen der Schulterblätter, wenn die Arme oder Schultern vorne sind. Ganz hochziehen und dann Schulterblätter ganz zusammenschieben und nach unten ziehen. Noch eine Runde. Gerne mal die Richtung wechseln. Und dann loslassen und nochmal seufzen. Schließlich wanderst du nach vorne und legst dich auf den Bauch. Legst die Hände unter die Stirn, damit die Nase Platz hat, ne? Legst den Kopf also ab, sinkst in den Schultern ein und bleibst so liegen. Und seufzt nochmal in die Matte hinein. Ganz loslassen. Ganz loslassen. Ja, dieses Loslassen, gerade wenn man so auf der Matte liegt, so ein bisschen wie, komm jetzt drauf an, ob du das magst, ne? Sagen wir mal, warmer Schokopudding, der nicht ganz feste ist und den du umkippst aus dem Kochtopf in eine Form. Der hat zwar danach eine Form, aber erstmal fließt er ja da rein. Ja? Und jetzt stell dir vor, wenn das mit deiner Erziehung vereinbar ist, dass du den einfach auf so einen Teller legst, so wie wir uns jetzt auf die Matte legen. Und so soll das sein in der Ausatmung, ja? Du fließt darunter. Ja, mit jeder Ausatmung, du lässt dich sinken, du verteilst dich. Kann ja auch ein anderes weiches Essen sein, weiches, warmes Essen, das du magst. Aber du bist nicht ewig der Schokopudding, sondern du richtest dich jetzt auf und wirst die Sphinx. Schwierig zu essen, so eine Sphinx. Gibt es, glaube ich, keine Belege in der Literatur von einer verspeisten oder angeknabberten Sphinx. Eher umgekehrt, ne? Wenn die Menschen das Rätsel nicht lösen können. Also, die Sphinx, entweder die Hände zusammen oder die Unterarme parallel. Ja, und dann Handgriff zur Matte mit gespreizten Fingern. Ja, so wie du möchtest. Ellbogen ungefähr unter den Schultern, so wie es passt. Und du drückst die Unterarme in die Matte, richtest dich dadurch auf. Brustbein vor. Jetzt Anker, ne? Auch in Abstimmung mit dem unteren Rücken, nur so aktiv werden, dass es für den unteren Rücken passt. Man könnte sonst auch sagen, wenn das hoch ist, man bringt die Ellenbogen ein bisschen weiter vor. Ja? Dann verlängert man am Rücken. Ausseufzen. Wer möchte, zieht den Hals in die Länge. Und gerade wenn du merkst, ach stimmt, das habe ich heute tagsüber gar nicht gemacht. Obwohl ich weiß, dass ich es machen kann und sollte. Und Hals jetzt zusammenziehen. Noch einen Atemzug. Und dann schließlich ziehst du die Hände heran an den Brustkorb, neben den Brustkorb, stellst die Zehen wieder auf und schiebst dich in Ruhe, Ellbogen hinten in den Vierfüßler und wackelst im Vierfüßler mal durch. Du schlängelst so durch die Wirbelsäule. Ne, Kopf in der Linie und durchbewegen. Dann hältst du mittig inne und schiebst dich in den abwärts schauenden Hund. Einfach weil du es kannst, bleibst du jetzt im Hund stehen. Drückst dich schräg weg, Ellenbogen zeigen nach hinten. Also vom Impuls her, ja. Hände greifen die Matte. Lässt die Fersen Richtung Boden sehen, die Knie können gebeugt sein. Du hängst nicht durch. Du bist gestreckt in der Haltung. Und dann lässt du den Kopf hängen und läufst in kleinen Schritten nach vorne. Du gehst an die vordere Mattenkante. Dann hängst ganz aus.
hebst deinen Kopf etwas an, nimmst deine Klötze. Probier einfach mal aus, wie bei dir die Vorbeuge ist. Es kann sein, dass du weiter oben bist. Und es gut ist, dass du die Klötze hast, weil du dann etwas berühren kannst. Kann aber auch sein, dass du weit in der Vorbeuge bist und vielleicht einfach die Unterarme hier patzt. So auszuhängen, Hände locker lassen. Einatmen, streckst du den Rücken, halbe Vorbeuge. Wenn du möchtest, ziehst du das Kinn etwas hoch. Wenn du lieber den langen Nacken hast, lässt du ihn gestreckt. Ausatmen, rollst du nochmal die ganze Vorbeuge. Die Arme weit zur Seite. Einatmend richtest du dich auf. Gerade strecken bitte. Arme anheben, stell dich einmal so, dass du es besser siehst. Schultern hochziehen und die Hände zusammendrücken. Und dann ausatmen, du bist vorne an der Mattenkante. Ne? Ausatmen, ja, ganz vorbeugen, hier sind die Klötze. Einatmen, den Rücken strecken. Ausatmen, nochmal ganz loslassen. Wiederhole das noch zweimal. Einatmen, ganz hochkommen. Mach das bitte in deinem eigenen Rhythmus. Eure Handinnenflächen zusammendrücken. Und dann ausatmend ganz runter. Ganz, ganz runter, locker lassen. Ach so, Seufzen, gähnen geht natürlich auch. Ne? Knie ruhig beugen in der Vorbeuge. Ist besser, wenn ihr die Knie leicht beugt. Genau, dann strecken. Es geht parallel zum Boden mit der Einatmung. Und nochmal runterflutschen und wiederholen. Wenn du das nächste Mal in der ganzen Vorbeuge bist, warte hier einfach noch ein bisschen, bis du soweit bist, ja? Dann kommst du einatmend nochmal in die halbe Vorbeuge. Aber jetzt bringst du mit der nächsten, nee, mit der Ausatmung lässt du nochmal los und einatmend bringst du das linke Bein weit nach hinten, stellst den Fuß auf, stellst das Knie auf. Je nach Knie schiebst du dir eine Decke oder ein Kissen unter das Knie, ne? Und dann ziehst du die Klötze unter die Schulter, guckst gleichzeitig, wenn du jetzt die Hüften nach vorne schiebst, ob du den rechten Fuß noch ein Stückchen weiter nach vorne stellen müsstest, damit dir der Winkel im Knie nicht zu eng wird. Ja? Und stellst die Klötze unter die Schulter und schiebst erstmal die Hüften vor, erstmal ankommen. Hier der hintere Fuß, also der linke, zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt die Zehen aufgestellt, hast du mehr Dehnung, oder du streckst den Fuß. Wie du möchtest. Schultern zurück, Brustbein vor. Hurra, du gerne musst oder sollst. Ja, machst du das? Und dann hebst du die Arme zur Seite an, ziehst die Schulterblätter weit zusammen, streckst den Hals nochmal. Und mit der Ausatmung richtest du dich ein klein bisschen auf und legst jetzt erstmal die Arme übereinander. Rechter Arm oben, machen wir es uns leicht, rechts ist vorne, rechts ist oben. Ja? Und du legst die Hände auf die Schulter, Ellenbogen übereinander. Die Ellenbogen sind auf Schulterhöhe, die Schultern sind unten. Schließe die Augen. Du umarmst dich im Moment selbst. Spüre, dass du da bist, dass du für dich da bist. Öffne die Augen, du kannst die Arme so lassen oder aufklappen und in die Adlerarme bringen, also umeinander wickeln, der Unterarme und der Hände. Und dann kreist du mit den Augen. Kreist in die andere Richtung. Schaust wieder mittig und zwinkerst und öffnest dann die Arme nochmal weit, bringst schließlich die Hände auf die Klötze.
drückst die Klötze in den Boden, hebst das hintere Knie an, streckst die Beine. Drück dich gut von den Klötzen weg. Und dann stellst du den hinteren Fuß etwas näher heran, in die Linie des vorderen Fußes. Schräg aufgestellt, Innengewölbe aktiv. Und dann ahnst du schon, jetzt kommst du hoch. Das ist die Grundstellung fürs Dreieck. Ne? Die Beine bleiben so. Rechtes Bein ist vorne. Rechte Hand geht zum rechten Knie. Spüre dein Knie. Was sollst du spüren? Überleg mal selbst, was ist wichtig hier im Dreieck? Genau. Die Kniescheibe muss nach vorne zeigen. Vorne ist immer da. Eigentlich die Mitte der Zehen, ja? Wir sagen, Fuß zeigt nach vorne, zeigt das Knie auch nach vorne. Dahin, wo der mittlere Zeh zeigt. Knie leicht beugen. Das soll so bleiben, wenn du jetzt das Brustbein Richtung Decke drehst. Ja? Also aktives Bein, Kniescheibe bleibt vorne. Brustbein dabei so weit wie möglich zur Decke. Den linken Arm hochziehen, rechtes Schultergelenk locker, weil die Hand ja auf dem Knie ist. Und den Kopf aus der Linie der Wirbelsäule dann drehen. Und entweder schaust du auf deinen linken Daumen oder am Daumen vorbei in die Unendlichkeit. Da kannst du sogar sein, dass du zwei Daumen siehst. Aber der Fokus sich verstellt. Du bleibst in der Haltung. Das hintere Bein ist durchgedrückt und aktiv. Das vordere Bein auch, aber die Muskelarbeit aktiv. Linker Arm zieht weit hoch. Atme langsam. Atme tief. In der nächsten Ausatmung beginnst du damit, den linken Arm langsam nach vorne zu ziehen und den linken Fuß umzustellen und auch nach vorne zu holen. Du gehst in die ganze Vorbeuge. Einatmend streckst du den Rücken, ist die Klötze vor dir, dann ziehst du wieder vor dich. Ausatmend lässt du los. Öffnest die Arme weit, richtest dich einatmend. Beugst ausatmend vor und wir machen gleich die andere Seite. Das heißt, einatmend streckst du dich nochmal, lässt ausatmend los und bringst das rechte Bein nach hinten. Knie aufsetzen und baust dir erstmal die Position auf. Fuß strecken oder Zehen aufstellen, linken Fuß nach vorne, Hüfte weit nach vorne schieben, Hüften parallel. Erstmal ankommen in der Haltung. Klötze unter den Schultern, Brustbein anheben, Hals strecken. Dann öffnest du einatmend die Arme weit. Bringst die Schulterblätter zusammen. Finger weit spreizen. Spüre die Dehnung an der Vorderseite des Rumpfes. Richte dich etwas auf. Leg die Arme übereinander. Jetzt ist links oben, weil das linke Bein vorne ist, ne? Unsere Eselsbrücke. Hände auf die Schultern. Ellenbogen übereinander. Auf der Höhe der Schultern, Schultern unten. Hüfte ist weiter gedehnt, ne, vorgeschoben. Schließe die Augen und spüre erneut, dass du dich umarmst und dass du für dich da bist. Öffne die Augen und wenn du magst, bringst du die Arme in die Adlerstellung. Und kreist mit den Augen. Änderst die Richtung. Blickst nach vorne und blinzelst.
öffnest die Arme, setzt die Hände wieder auf, drückst die Klötze in den Boden. Gibst das hintere Knie an, streckst die Beine. Und dann ziehst du das hintere Bein etwas heran, ne? In die Linie des vorderen, stellst den Fuß schräg, beugst das vordere Knie etwas, richtest dich erstmal auf. Bei mir ist es meistens so, dass wir von oben ins Dreieck gehen, weil ich immer sicher gehen will für den unteren Rücken. Ja? Kann sich auch von unten reinrollen, ist einfach ein bisschen riskanter. Und da wir Online-Yoga zusammen machen, würde ich weniger riskieren. Ja? Und dann linke Hand zum linken Knie, wieder auf die Kniescheibe achten. Es geht hier um die Öffnung in der Hüfte und die Ausrichtung im Kniegelenk. Das ist sehr wichtig. Ja? Das hier oben ist der volle Fans. Das Entscheidende ist immer die Basis. Ja, und das sind deine Beine. Brust, Viertelfass ist aber auch schön, ne? Deshalb Brustbein Richtung Decke. Rechten Arm hochziehen. Kopf ausrichten in der Linie der Wirbelsäule. Und dann suchst du dir aus. Entweder du fixierst deinen eigenen Daumen. Kann ja auch ein Traum sein, ne? Oder eigene Daumen. Oder du nimmst gleich mit der Unendlichkeit auf und schaust in die Tiefe des Kosmos. Und da siehst du deine eigene Unendlichkeit. Denk dran, ne? Wir sind Sternenstaub. Und du atmest langsam und tief. Auch wenn wir so wie jetzt länger in einer Haltung sind, also statisch üben, dann dehne dich dabei aus. Spüre die Form, die du dir gibst. Jetzt ist es ja kein Pudding, ne, auf dem Teller. Jetzt ist es ein Dreieck. Mit der Ausatmung beginnend ziehst du langsam den rechten Arm nach vorne. Streckst hier dadurch die Rumpfseite, ne? Drehst den hinteren Fuß rum und ziehst ihn dann nach vorne. Du kommst, wie immer noch ausatmest, in die ganze Vorbeuge. Streckst einatmend den Rücken. Ausatmend lässt du dich nochmal in die ganze Vorbeuge sinken. Und einatmend richtest du dich auf. Ist ja lang. Innenflächen zusammen. Und jetzt ändern wir ein bisschen was, bleiben kurz oben im kleinen Ablauf. Arme sind angehoben. Wenn du magst, probier das für dich aus. Vorsicht mit dem Rücken, ja? Knie leicht beugen, Steißbein vorschieben oder Hüften vorschieben. Du gehst in eine stärkere Rückbeuge, so wie es für dich passt, ja? Und dann richtest du dich auf. In der Ausatmung rollst du dich hier in einer hohen Hocke zusammen. Hände auf die Beine und Schulterblätter weit auseinanderziehen, Kopf ruhig hängen lassen, wenn dir das angenehm ist. Ja? Ganz rund werden. Und dann streckst du dich hier wieder, richtest dich auf, hebst die Arme an und probierst für dich aus, wie weit, wie schön die Rückbeuge für dich sein kann. Du kannst auch die Hände weiter Richtung Decke zeigen lassen und darunter die Rückbeuge machen, dann hast du weniger Hebel, ja? Und ausatmen. Die Rückbeuge kannst du ruhig etwas mehr Atemphasen einfließen lassen oder Atemzüge, aber mit einer Ausatmung geht es dann hier in die hohe Hocke, in die Rundung. Mach das bitte einige Male im eigenen Atemrhythmus. Beweg dich dabei langsam, weil wir jetzt ja wirklich in der Standhaltung so in beide Richtungen gehen, was die Rundung betrifft. Und dann braucht dein Körper Zeit. Ich glaube, ich gucke hier immer in die falsche, die grüne Punkt hier ist ja gar nicht die Kamera, es ist ja das Zoom-Zeichen, ich muss hier dahin gucken. Wundert euch nicht bei meinen Blickrichtungen. Ich weiß manchmal nicht mehr, ist ja alles schwarz, wo genau in welchem Gerät nochmal die Kamera war.
Aber selbst wenn ihr euch nicht betrachtet fühlt, doch, doch. Ich gucke zu euch, ich gucke zu dir. Ich hab dich auch im Kopf. Wenn jemand später das Video anschaut, ja, ich gucke auch in die Zukunft und sehe dich in der Zukunft. Ich gucke durch die Zeit. Wenn du das nächste Mal einatmest und im Stand bist, in der Rückbeuge, dann komm bitte in den gestreckten Stand und atme da durch. Arme dann locker. Nicht mehr durchgestreckt, Schultern unten. Ganz in Ruhe hier ankommen. Und gehst du locker in die ganze Vorbeuge mit der Ausatmung. Vom Prinzip her bleiben wir dabei, einatmend nochmal den Rücken strecken. Aber jetzt ändern wir. Jetzt nimmst du dir einen Klotz mit und öffnest dich zur Seite. Für dich jetzt einfach so, dass du noch in die Kamera gucken kannst. Ja? Und jetzt machen wir einen ganz einfachen Frosch. Du stellst dir den Klotz hier auf. Ja? Setz dich drauf. Frosch heißt an der Stelle Knie und Füße zur Seite. Und mit den Ellenbogen auseinanderdrücken. Es ist jetzt, ich habe gesagt, einfach, weil man das Gewicht über den Klotz abgeben kann. Trotzdem ist es vielleicht eine Haltung, die nicht alle immer ausführen können. Das heißt, wenn du weißt, nee, ich kann mit den Hüften nicht so stehen im Raum, so tief, dann könntest du auch einen Elefanten probieren. Ja? Das heißt, du hebst den Po an, ungefähr auf Höhe der Knie, Oberkörper parallel zum Boden oder zumindest gestreckt und du drückst hier mit den Ellenbogen, Unterarm, die Beine auseinander, kannst die Hände locker hängen lassen. Du kannst natürlich auch ein Drama, die Drama-Hand machen, weil spreizen. Ja, das wäre eine Variante. Ja, ich finde den sitzenden Frosch derartig komfortabel. Ist natürlich im Yoga, ne? Die Beine so weit auseinander, ist ja sozial ein bisschen ungeeignet für alle Situationen. So sitzt niemand im Konzert. Und wenn, ist komisch. Ja? Aber im Yoga ist das ganz normal, weil wir das Hüftgelenk trainieren wollen. Ja? Deshalb hier wieder auseinanderdrücken, Rücken gestreckt, Schultern unten, Brustbein anheben. Kommen wir zu den Kleinigkeiten, die es dann noch spannend machen. Ja? Atme noch dreimal in Ruhe durch, nutze die Gelegenheit und seufze. Dann änderst du die Haltung, du hebst den Po ab, nimmst den Klotz weg und setzt dich hin. Bringst erstmal die Beine nach vorne. Ich setze mich mal ein bisschen schräg, dass ihr mehr vom Rücken sehen könnt. So. Ich richte mich meistens nach da aus, weil hier die Fenster sind. Ja? Wenn ich mich hier hin ausrichte, ist mein Flur. Ist irgendwie komisch. So, aber jetzt muss ich das mal machen. Man muss ja auch mal die Sachen machen, die man nicht oft macht. Ne? Wenn du kannst, sind die Beine ausgestreckt, gestreckt, aktive Füße, Rücken gerade. Ist nicht für alle möglich, ne? So, was machst du dann? Stellst die Füße auf und ziehst dich an den Beinen gerade. Der Rücken regiert. Bandscheiben, ne? Der Rücken regiert. So. Hast eine der beiden Positionen gewählt und versuchst jetzt deine Zehen zu greifen. Ist egal, ob das in der Stellung ist, ja? Oder das in der Stellung ist wichtig, ist der gestreckte Rücken. Und du willst, ich habe jetzt von innen gegriffen, ne? Innenseite großer Zeh, mit Zeigefinger und Mittelfinger und drücke, ich ziehe mit den Fingern den großen Zeh und damit die Füße zu mir. Aber der große Zeh, die Füße halten dagegen und ich baue so Spannung auf. Und diese Spannung muss ich nicht im Gesicht zeigen. Aha, weiches Gesicht, entspanntes Gesicht, entspannte Augen, Schultern zurück und nach unten ziehen. Warum? Einfach, damit sie nicht verkrampft hochrutschen an die Ohren. Ja, diese Haltung, die Dehnung des Ostens, ist ein Mudra, in dem Fall eine Körpergeste.
Jetzt lässt du los und hängst dich einfach locker nach vorne. Ja? Ist egal, ob die Beine gestreckt sind dabei oder die Füße aufgestellt sind. Du hängst dich locker. Ja? So, als hättest du jetzt schon 5 Stunden am Lagerfeuer gesessen und müsstest auch mal ein bisschen loslassen. Ganz richtig reinsinken mit jeder Ausatmung. Jetzt kannst du dir wieder ein bisschen den Pudding vorstellen, der zerläuft, oder? Erdbeersoße. Noch einmal loslassen. Dann hebst du den Kopf an, streckst den Rücken, lässt das linke Bein vorne und ziehst den rechten Fuß heran. Für das ausgestreckte Bein gilt dasselbe wie gerade eben. Du kannst den Fuß auch aufstellen. Ja? Unter das angewinkelte Bein könntest du einen Klotz stellen, falls du merkst, es zieht in der Hüfte. Insgesamt kannst du dich auch mit dem Po auf eine Decke setzen. Das macht alles einen Unterschied in der Beindehnung und in der Gelenkstellung. Hier erneut beugst du dich nochmal gerade nach vorne und ziehst dich heran. Atmest in Ruhe durch. Und dann richtest du dich auf, nimmst dir den Klotz, du hast ja das quasi lange Bein und drehst dich zu dem langen Bein. Drehst dich in dem Fall jetzt, mein linkes Bein ist vorne, nach links. Ich stelle hier hinten mal den Klotz hin. Ja. Zuerst wollen wir aufgerichtet sein und uns aus der Aufrichtung nach links drehen. Du kannst mit der rechten Hand das linke Bein greifen, dich da richtig reinziehen, wenn es Spaß macht. Ja? Kopf dreht nach links, Augen in die Augenwinkel und du atmest. Und gerne auch seufzen. Oder schnaufen. Einatmend lautlos, ausatmend mit Loslassgeräusch. Holge. Ruhig mal zwinkern, ne? Wenn du zurückkommst, bitte auf folgende Art. Zunächst stellst du die Augen in die Mitte, dann drehst du den Kopf so, dass dein Kinn über dem Brustbein ist. Und dann kommst du mit dem ganzen Rumpf und Kopf nach vorne. Vorne heißt mittig, zu den Hüften. Ja? Und von hier atmest du einmal durch und dann drehst du dich zur anderen Seite. Stellst den Klotz hinter dich, hältst dich am rechten Knie fest, drehst dich nach rechts auf. Und kommst du in Ruhe zurück, Schritt für Schritt, Augen, Gesicht, Rumpf. Und jetzt stellst du nochmal die linke Hand weit nach hinten links und hebst dich an, rechter Arm ist in der Luft. Man kommt hier nicht ganz so hoch, ne? Das macht aber nichts. Du bist ja auf dem rechten Unterschenkel jetzt, nicht auf dem rechten Fuß. Dann streckst den rechten Arm übers Ohr und kommst mit einer Ausatmung zurück. Hebst das rechte Knie an, stellst den rechten Fuß über das Bein, die Außenseite des linken Knies und drehst dich nochmal nach rechts, hältst dich am Knie fest, drehst nach rechts auf. Du kannst den Klotz unterstellen oder die Fingerspitzen auf die Matte stellen. Du kommst in den einzelnen Schritten zurück, Augen, Gesicht, Rumpf.
Streckst dich, ziehst dich am Bein gerade und bringst dann das rechte Bein nach vorne, stützt dich ab, schüttelst die Beine. Oder einfach, weil du es kannst. Hände stellst du so, wie es bequem ist, stellst du Füße auf und kommst in Ruhe in den Tisch. Kopf nicht hängen lassen. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule oder ein bisschen angehoben. Ausatmen, gehst du zurück. Die Beine vorne und ziehst dann, wir wechseln die Seite, den linken Fuß heran. Arrangierst dich mit dir selbst, was die Stellung des rechten Beines betrifft, ob es ausgestreckt bleiben kann oder du es lieber aufstellen möchtest und ziehst dich dann hier ran. Ne? Greifst den großen Zeh, ziehst dich ran oder wenn du nicht an den großen Zeh kommst, legst du die Hände neben den Unterschenkel und gehst erstmal in den gestreckten Rücken. Und dann kannst du dich auch hängen lassen. Vielleicht erreichst du dein Knie und küsst dein Knie. Richtest dich dann einatmend vom Kopf her wieder auf. Drehst dich erstmal gegen das lange Bein. Atmest in Ruhe weiter. Kommst geordnet zurück, Schritt für Schritt. Drehst dich in die andere Richtung. Kommst Schritt für Schritt zurück. Kommst nochmal in die Drehung Richtung rechtes Bein. Stellst die rechte Hand weit hinten auf, hebst den linken Arm an und schiebst dich in die Luft. Ne? Linken Arm übers linke Ohr, Rumpfseite dehnen. Und dann kommst du ausatmen zurück. Richtest, ne? Immer wieder in die Länge streben mittig und stellst dann, ziehst das linke Knie hoch, stellst dann den linken Fuß auf die Außenseite des rechten Knies. Wenn das zu weit ist, bleibst du auf der Innenseite. Das gilt grundsätzlich für diese Art von Drehsitzen. Und dann ziehst du dich gegen das aufgestellte Bein. Lass mit dem hinteren Arm entweder direkt die Matte unter dir oder du nimmst dir den Klotz dazu. Wenn du den Klotz benutzt, achte bitte darauf, dass du dir die Schulter nicht so hoch drückst. Ja? Die schön insgesamt aufrichtest und dann drehst. Mir selbst ist der Klotz nämlich zu hoch. Ich habe lieber die Matte. Ja, ist besser für die Schulter. Hat aber auch mit der Knochen- und Rumpflänge zu tun, was am besten ist. Du musst es für dich ausprobieren. Schritt für Schritt kommst du wieder zurück. Richtest dich hier auf. Und dann, ich lege Bein nach vorne, stütz dich ab und schüttelst mal die Beine aus. Dann legst du die Fußsohlen aneinander, etwas weiter vorne. Du kannst hier auch, damit es für die Hüften vielleicht angenehmer ist, Klötze unter die Beine legen. Es war gestern so lustig, wie einer der Teilnehmenden hat die Klötze hier hingelegt. Naja, also wenn kein Kontakt ist, das ist nicht die Idee, ne? Das ist nicht die Idee, dann zu versuchen, die Beine auf die Klötze zu bringen, sondern die Klötze, das können noch Kissen sein, hallo Lucky, die sollen schon unter die Oberschenkel geschoben werden, sodass die dir das Gewicht abnehmen und die Hüften entlastet werden. Darum geht es dabei, wenn du hier die Klötze einsetzt. Ja? Und ehrlich, immer wieder bei solchen Materialien, denk nicht, das wäre schwächer oder so. Nee,
Ihr seid einfach sehr klug. Wir machen hier nicht so eine Selbstumarmung und ich kümmere mich und achte dann nicht auf die Details. Ne? Du sollst dich um dich kümmern, das ist richtig. Kann trotzdem sein, dass du keine Klötze brauchst. Beugst dich aber jetzt vor, greifst die Füße und tatsächlich hängst du dich hier einfach rein. Lass den Kopf hängen. Bist weich an den Schultern, bist weich am Rücken. Und lässt los. Einmal durch. Dann hebe erstmal langsam den Kopf an. Streck dich. Und richte dich weiter auf. Stell die Füße mattenbreit. Stütz dich ab. Und komm nochmal in so ein lockeres Gähnen und in so einen lockeren Scheibenwischer. Ganz ruhig zwischen den Schultern einsacken. Dann streckst du die Beine aus. Und kommst auf die Länge deiner Matte. Legst dich ab, spürst, wie der Boden dich stärkt. Weil du jetzt mit dem Rücken in fester Materie bist, hast du Hilfe. Ja? Dein Rücken ist gesichert so. Ich spüre diesen großen Halt. Atme durch. Und dann noch ein Vorschlag als Ausgleich, weil wir, wenn wir jetzt zusammen üben live, sind wir ja am Ende des Tages und ich möchte dir einfach nochmal zwei Sachen vorschlagen. Einmal Beine, das Venensystem, legst du dir einen Klotz unter das Gesäß, unter das Kreuzbein, Steißbein, sodass er nirgendwo reinpiekt, bringst die Schulterblätter dann eng zusammen und die Arme so neben unter den Rumpf. Der Rumpf ist ja in der Luft. Und dann hebst du die Beine an. Langer Nacken. Ne? Nacken auseinanderziehen, Hals auseinanderziehen und Länge. Und du stellst die Füße so, wenn das geht, also so gerade, als würdest du sie an die Decke schieben. Kopf gar nicht mehr zur Seite drehen, Stirn zeigt zur Decke. Und dann atmest du, ist eine Variante der Schulterbrücke. Vielleicht möchtest du noch länger in der Haltung bleiben, dann machst du das. Ja? Wenn du dann jetzt oder nach herausgehst, stellst du erstmal die Füße auf und drückst die Füße in den Boden und hebst dadurch das Gesäß ab und ziehst den Klotz weg. Legst das Gesäß ab. Vielleicht möchtest du aber noch etwas mehr Dehnung in der gesamten Körpervorderseite. Dann nimmst du den Klotz wieder zur Hilfe, legst ihn nochmal unter das Kreuzbein und streckst die Beine aus. Ja, dann hast du nochmal eine Dehnung über die Hüften, Bauch, Hüften, Oberschenkel. Vielleicht spürst du das auch noch an den unteren Rippen, der Bauchhaut, am Magen. Und legst die Arme, wie du willst. Hände auf die Hüften oder nach hinten, zur Seite. Die Augen geschlossen, die gehen schon in die ruhige Phase.
Und auch in der Haltung entscheidest du jetzt für dich, wie lange du drin bleiben möchtest. Ja? Also für dich zu Hause kannst du auch jetzt schon verdunkeln, wenn du das willst, oder dir etwas auf die Augen legen. Vielleicht ist es bei dir auch so ein Wetter, dass du dich zudecken möchtest. Und dann lässt du den Atem fließen. Vielleicht hast du auch so ein weites T-Shirt an, dass dein Haustier reinpasst, wenn es das will. Mach das, was dich glücklich macht in dieser Position. Lass den Atem fließen. Vielleicht passt nochmal für den gedanklichen Fokus die Vorstellung, dass dir die Erde den Rücken frei hält, dich stärkt und hält, oder dass das Universum dich küsst, wenn du einatmest, und dass du zurückküsst, wenn du ausatmest. Vielleicht ist es auch die Portion Eigenliebe und für dich selbst da sein, die Umarmung. Es wäre eine Möglichkeit, die Gedanken an etwas zu binden und das Gefühl, aber vielleicht ist dein Geist auch ganz frei und du kannst die Tür in die Weite, in das Universum des Friedens, in die Stille weiter aufschieben und dein Bewusstsein damit füllen. In die Rückenlage, in Shavasana, und bleibe weiter in der Stille oder in einer bestimmten Vorstellung.
komm langsam aus dieser Weite zurück. Behalte das Gefühl von Weite. Komm in den Körper, in die Gegenwart und lege deine Hände zum Bauch. Spüre die Bewegung der Atmung. Spüre dein Zuhause. Spüre dich. Schließlich stelle einen Fuß auf. Stelle den anderen Fuß auf. Lege dich auf eine Seite. Spür deine Schwere auf der noch schwereren Erde. Spür dich auf der Matte. Und komm in Ruhe in deinen Sitz. Augen ruhig geschlossen. Atme aus. Atme ein. Dankeschön.